Ich habe das perfekte Geschenk für Ihre Frau gefunden. Sie können einen Stern kaufen und ihn nach ihr benennen. Ich dachte da eigentlich an was anderes, etwas Beeindruckenderes. Kann ich ein ganzes Sternbild kaufen? Ich weiß nicht. Sie können ein schwarzes Loch kaufen. Ich weiß nicht, ob ein schwarzes Loch beim Stand unserer Beziehung die richtige Botschaft wäre. Dr. Tobin soll angeblich die beste Eheberaterin in der Stadt sein. Und die Lerners empfehlen Sie auch? Die sind seit einem Jahr geschieden. Das ist wahr. Aber in einem sind Sie sich einig, in Ihrer Begeisterung für Dr. Tobin. Liebst du mich überhaupt noch? Ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt ein bisschen lieben kann. Es tut mir leid. Ich muss gehen. Das ist einer meiner Klienten. Was macht er denn auf meinem... Haben Sie das von den Morgens gehört? Der Typ läuft noch frei rum. Ich empfehle Ihnen beiden die Teilnahme am Zeugenschutzprogramm. Was? Ich kann mich nicht verpflichten, den Rest meines Lebens mit meinem Mann zu verbringen. Ich weiß genau, was Sie meinen. Willkommen in Wyoming. Es ist mir eine Ehre, Sie zu beschützen. Ich hoffe, dass Sie sich hier bei uns wohlfühlen. Oh mein Gott, das ist Sarah Palin. Reiten Sie, Paul? Ja, als Kind hatte ich mal ein paar Unterrichtsstunden. Das wusste ich gar nicht. Naja, ich erzähle dir nicht alles, nicht wahr? Ja, das wusste ich. Wir sind jetzt hier und wir können nicht das Geringste dagegen tun. Das hört sich vielleicht seltsam an, aber hast du Lust, dich mit mir zu verabreden? Wir waren erst letzte Woche zusammen essen. Und ich fand, es lief gut bis zu dem Mord. Ich zahle auch. Ich war so verliebt in dich. Aber jetzt will ich einfach nur noch, dass du furchtbare Schmerzen erleidest. Verdammt nochmal! Das tat weh! Paul, nicht bewegen! Was? Hinter dir ist ein Bär! Oh Gott! Nicht rein, warte! Nein, 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 nein! Siehst du nie, hörst du auf mich? Das ist genau das, warum ich immer, wenn ich versuche... Bitte nicht jetzt! Sprich mit ihm, sanft und monoton. Meine Frau ist Mitglied bei Peter. Ich hatte auch vor, beizutreten. Ja, brenn los! Haben Sie das von den Morgens gehört? Sie ist einfach wie ein Urlaub, eine willkommene Unterbrechung deines hektischen Lebens.